Hallihallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Episode Part von The Legend of Zelda, The Minish Cap. Ja, das letzte Mal haben wir diese Hühnerjagd gemacht und da haben wir ja festgestellt, dass wir ja quasi auch noch den Bumerang kaufen müssen. Allerdings kostet der 300 Rubine. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht mit den Wörtern überfalle. Ja, wie wir ja gemerkt haben, die Hühnerjagd ist nicht einfach und das hat auch einer der User erwähnt. Ja, das wird also kein leichtes Zuckerschnecken. Schneckchen. Ja. Zudem werden wir trotzdem erstmal nochmal hier eine kleine Jagd machen. Ansonsten werden wir die Rubine auf andere Weise fangen. Holen. Ach, Mann. So, 5 Hühner in 45 Sekunden. Das letzte Mal haben wir das versucht und da sind wir leider gescheitert, weil nämlich das eine Huhn einfach entkommen ist. Diesmal versuchen wir es so gut wie es geht. Uns überhaupt nicht ablenken lassen. 2. Hier ist Nummer 3. So. Nummer 4. So, einer fehlt noch. Na. Jetzt kriegen wir es nicht mehr hin. Weil der nicht auf meiner Hand wollte. So ein dämliches Huhn. Das wäre zu knapp gewesen mit der Zeit. Ich versuche es trotzdem nochmal, weil es sehr knapp gewesen, wirklich sehr knapp gewesen ist dabei. Und deswegen versuchen wir das Ganze nochmal. Machbar ist es schon, aber man sollte wirklich eher darauf achten, dass man eher die Hühner außerhalb erstmal fängt. Allerdings, das goldene Huhn sollte man als erstes schnappen. Das haut so schnell ab. Nummer 2. So. Nummer 3. Oh, Nummer 4 ist gleich hier. So, jetzt fehlt nur noch ein Huhn. Ja, jetzt ist es, denke ich mal, schaffbar. Brauchen wir uns noch nicht mal groß anstrengen. Ich glaube, wenn man noch ein weiteres Huhn findet, kriegt man noch einen Bonus, aber ich glaube, nee. Bin mir gar nicht so sicher. Wir haben die 5 Hühner jetzt geschnappt. Sogar noch vor der Zeit und diesmal war es sogar ein bisschen einfacher. Wieso habe ich denn jetzt... Das waren doch 5. Habe ich mich jetzt verzählt? Soll mir recht sein, ich bin jetzt nicht der große Mathematiker. Anscheinend haben wir es doch nicht geschafft. Mich wundert, ich habe doch 5 gezählt oder habe ich mich jetzt da total durcheinander gebracht beim Fangen? Ja, dann müssen wir uns die Rubine andererweise holen und ich denke mal, das machen wir, indem wir einfach mal das Abenteuer fortsetzen. Und solange wir den Bumerang noch nicht brauchen sollten, hoffentlich nicht direkt am Anfang alles, so denke ich mal. Ja, den kann ich also nichts vorführen. Naja, danke. Gut, müssen wir also den Weg hier entlang gehen. Soll mir recht sein. Ja, dann werden wir die Rubine, wie gesagt, andere Weise jetzt holen. Ja, Steine kann man weder schieben noch was anderes machen. Aber wir können sie tragen. Ah, das ist gut. Aber das sind immer noch zu wenige. Wir brauchen 300. Was soll ich mit so... Ich verstehe einfach nicht, was soll ich mit diesen Muscheln anfangen? Den kann man überhaupt nichts anfangen. Überhaupt nichts. Zurzeit. Oder sollen die irgendwas beweisen, dass ich das Abenteuer hier durchgesetzt habe? Schreibt mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Vielleicht weiß ja einer von euch, wofür diese komischen Muscheln sind. Ich habe das Spiel, wie gesagt, noch nie gespielt. Das ist mein erstes Mal komplett random spielen. Und von daher ist es halt auch so, dass ich bei manchen Sachen halt nicht so einfach weiterkomme, wie andere es vielleicht schaffen, weil sie das natürlich besser gewöhnt sind. So, hier haben wir natürlich auch nochmal ein Schild. Teil der Königsfamilie oder Gongolberg. Tja, werden wir erstmal hier ein paar Rubine sammeln. So gut wie es geht. Am besten keinen der Steine irgendwie ins Wasser fallen lassen. Damit wir hier sämtliche Rubine bekommen.
die wir bekommen können, denn wir brauchen wirklich jede einzelne Rubine hier. Es fehlen uns fast noch, ja, 101 fehlen uns. Ich würde trotzdem mal sagen, wir gehen mal hier zur Erkundigung mal den Weg entlang. Ey, der hätte mir auch ruhig eine Rubine geben können. Wieder so eine komische Muschel. Ich habe echt keine Ahnung. Schreibt das in die Kommentare, falls einer von euch weiß, wofür das gut sein kann. Hier haben wir wieder so eine komische Katze mit einem Messer. Gut, hier können wir natürlich nicht rüber. Link kann ja nicht schwimmen. Aber ich glaube, das kommt noch. Ich glaube, irgendwann kann er schwimmen und irgendwann sind diese Löcher auch nützlich. Zurzeit aber nicht. Also können wir hier schon mal im Großen und Ganzen. Jetzt kriegen wir natürlich die ganzen Dinger. Super. Fehlen uns noch 100. Nein, 99 fehlen uns noch. Gut, hier können wir natürlich nichts machen. Gehen wir also jetzt den Weg, den anderen Weg entlang. Und hier sind wieder die ganzen Steine. Schauen wir mal auf dem Weg nach. Was haben wir hier oben? Ach ja, da war das. Ganz vergessen. So. Da haben wir auch was rausgeholt. So, hier können wir, glaube ich, hoch. Ja, aber nicht durch. Da ist eine Rubine, rote. Ich glaube, die bringt 20. Jawohl. So, kann man hier auch noch irgendwas machen? Nein. Gut, hier brauchen wir wahrscheinlich Wasser. Tja, gute Frage. Ich glaube, wir sind schon mal auf dem richtigen Weg. Dann wird wahrscheinlich da oben das sein. Ein anderer Berg sehe ich hier nicht. Also da lag ich schon gar nicht so verkehrt dabei. Aber hier können wir nichts machen. Wir haben keinen Bumerang. Wir haben nicht irgendwie was, wo wir das Wasser mit auffangen, um das drüber zu bringen. Man kann es nicht aufheben und hier in der Höhle war nichts drin. Nichts Großes. Tja, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal hier ein bisschen weiter um. Da ist noch eine Höhle. Aber wie kommen wir zu der Höhle? Tja. Nein! Link, du sollst nicht tauchen gehen. Das ist ein großes Rätsel. Andererseits, ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass ich da eine Bombe hinlegen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt unnötig da rumgeballert wird. Erkennen kann ich es nicht. Tja, da kommen wir nicht runter, also bleibt uns nicht viele Möglichkeiten, sehe ich gerade. Jetzt bin ich hier schon wieder in einer Sackgasse gelandet. Meine Herren, dass mir das immer bei solchen Rätselspielen passieren muss. Also es gibt schon Rätselspiele, da kann ich das schon andererseits machen. Machen wir es mal so, ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich mal so die Rubine ansammeln kann. Ich würde nochmal zur Not nochmal diese Hühnerjagd machen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt hier viel bringt. Wenn ich jetzt hier. Weil wir können weder da oben noch an der Seite entlang. Und es gibt anscheinend auch keine andere Möglichkeit, diese verdammten Wege hier hinzukriegen. Denn hier haben wir nur unsere Rubine bekommen. Und hier hoch bringt uns gar nichts. Es sei denn, man kann hier das mit einer Bombe machen. Und das ist die letzte, die ich habe. Und das habe ich mir schon gedacht. Aber ich wollte es halt nochmal testen. Vielleicht brauchen wir das Pusteding irgendwie. Nein, nein. Tja. Tja, stehe ich natürlich wieder mal da, wo ich eigentlich nicht stehen wollte. Ich werde trotzdem mal hier schauen. Wir müssen ja so oder so unterwegs irgendwas machen. Also gehen wir mal den Weg nochmal kurz zurück. Oder kann man hier oben noch was machen? Ah, hier kann man noch Gras sammeln. Ja, Herz brauche ich nicht unbedingt. Mir fehlen einfach noch Rubine. 89 Stück oder 79 oder 89? Nein, 79 bin ich jetzt durcheinander. 79 Diamanten, Rubine fehlen uns noch. Diamanten. Wie komme ich auf Diamanten?
Tja, ich denke mal, wir können dann nochmal das eine Mal nochmal versuchen, diese Hühner zu fangen. Sie hat doch 5 gesagt, oder? Gut, dann fangen 5 Hühner in 45 Sekunden. Tja, Nummer 1. Zählt der überhaupt hier mit, oder? Ist das ein Deko-Stück? Nummer 2. Oder ist einer entkommen vielleicht, was ich dann nicht verrechnet habe? Nummer 3. So. Nummer 4. Und Nummer 5 steht da unten. So. Wenn die nicht entkommen, dann müssten das doch eigentlich jetzt 5 sein. Na. So. So. 5 Stück. Bitte sehr. Es sei denn, der Goldene zählt irgendwie nicht mit. Doch. 90 Rubine. Ja, jetzt können wir endlich uns den Bumerang kaufen. Jawohl. Mehr als 300 können wir auch gar nicht tragen. So, dann holen wir jetzt mal den Bumerang. Haben wir das schon mal geschafft, die Mission. Und ich werde da mal gucken, dass ich die nächsten Tage schaue, wie man hier weiterkommen kann. Aber wir haben jetzt nochmal einen großen Teil jetzt geschafft. Den Bumerang möchte ich gerne haben, bitte. Ja. Wunderbar. Tja, und auch am Ende jetzt angelangt. Der kassiert jetzt ordentlich 300 Rubine. Der hat mein ganzes Geld auf den Lappen. Ja, nicht mal Bomben können wir uns kaufen. Tja, das müssen wir vielleicht das nächste Mal machen. Ja, ich bedanke mich auch mal wieder fürs Ansehen. Wenn ihr natürlich wisst, wofür diese komischen Muscheln sind, zeig's nochmal, blend nochmal ein. Hier diese 111, Mann, Schnapszahl, an Muscheln. Wofür man die gebrauchen kann, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr mir dabei auch weiterhelfen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.